Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einer neuen Folge. Ja, The Suicide of Sarah Foster. Und wir haben eine versiegelte Tür und wir können uns melden, obwohl wir eigentlich gar nicht mehr mit ihm sprechen wollten. Irving. Finally. Alles okay? I'm okay. I was dying on this chair. Ja, ja, gut. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. Ja, und? I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Lebt unser Vater vielleicht noch? Mein Vater. Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. Ja. It all sounds insane. The night Rachel died. Das ist es auch. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Okay. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Okay, ich glaube, damit ist relativ klar. Okay, ich soll irgendeinen Raum. Ich finde das gerade ein bisschen dunkel. Außerdem, ich bin ja blöd. Kleinen Moment mal eben. So. Jetzt habe ich auch das Gamepad wieder. Ja, weil ich hatte irgendwie die Maus und wunderte mich gerade mal eben. Okay, ich weiß nicht, wo ich das finden soll. Keine Ahnung. Ich konnte es auch eben schlecht lesen. Die Übersetzung ist mal scheiße. Warum hast du eben gebimmelt? Was sollte das denn jetzt? Ich bin doch nur an die... Ich weiß jetzt absolut nicht. Ich habe jetzt die Übersetzung... Ich habe das versucht zu lesen. Und das ergibt für mich keinen Sinn. Im Museum wahrscheinlich nicht, oder? Also entweder ich lese heute sehr schlecht, habe gerade die falsche Brille auf. Ich schaue nochmal. Nein, eigentlich nicht. Oder doch? Nein. Sehr strange. Sehr, sehr strange gerade. Hier ist dieses Museum, wo wir auch genau nichts gefunden haben.
Aber irgendwas soll ich finden und ich weiß nicht was. Das heißt, wir irren jetzt hier erstmal rum. Okay, dann unterbreche ich die Aufnahme mal ganz kurz, bin gleich wieder für euch da, versuche das jetzt nochmal zu identifizieren. Bis gleich dann. Ich habe jetzt echt überlegt, euch das jetzt alleine zu suchen, aber ich will jetzt auch nicht, dass ihr irgendwas Wichtiges verpasst. Das ist der Haken an der Geschichte. Das macht es gerade ein bisschen schwierig. Also entweder verbraseln wir hier. Also ich weiß nicht, was das Ding ist, was wir suchen sollen. Absolut nicht. Irgendwas mit M, Mezzanino oder irgendwie sowas, aber ich weiß nicht mal annäherungsweise, wo das sein soll. Mit dieser blöden Map komme ich sowieso mal gar nicht klar. Und irgendwelche Dinge in der Mitte und bla, und es ist entweder total schlecht übersetzt. Ich weiß nämlich nicht, was ich da suchen soll. Oder was ich überhaupt gerade mal suche. Merkwürdig ist das alle Male. Nein. Da ist das Mezzanin oder sowas, Mezzemain oder was auch immer vorne in der Halle. Okay. Okay. Und wir sind hier im Dining Room oder wo sind wir? Ich würde mal fast sagen, ja. Entweder im Ballroom oder, aber das sieht mir eher aus, als wenn wir im Ballroom wären, weil was sollte sonst das Klavier hier? Ergibt nicht so wirklich Sinn. Ja, das sieht gut aus. Was war das jetzt für ein Geräusch? Das war jetzt aber kein normales Türenschließen. Es erschafft bei mir immer irgendwie so einen dezenten Schauder, solche Geräusche. Ja, eine Klingel, super. Können wir uns ansehen? Aber wenn ich die Karte richtig verstehe, sind wir jetzt in der Halle und dahinter soll sich das Metzemein oder Metzenein oder wie auch immer befinden. Da hängt mal ein Eispickel. Tut er jetzt nicht mehr offensichtlich. Was ich jetzt, wenn es so wäre, auch nicht wirklich beruhigend finden würde. Aber ist das das, was wir gesucht haben? Also theoretisch würde ich behaupten, ja, praktisch. Hier ist das Office. So, da sind die Offices. Was ist der? Verstehe ich jetzt nicht. Ey, jetzt hör auf, hier solche Geräusche zu machen. Ist hier ein Schlüssel oder so? Halt, stopp, stopp, stopp. Haha, sterbende Rose. Hinlegen, warum ist hier eine sterbende Rose? Muss man das verstehen? Welche Zimmernummer ist denn das? Was sollen die Geräusche? Zimmer 217. 217 kennen wir doch, oder nicht? Hat sich irgendwas an unserem Auftrag geändert? Nee. Irgendwie ist das strange. Also entweder bin ich hier völlig falsch. Oder ist das Mezzanmain oder wie immer es heißt, hier die Treppe irgendwie hoch? Ich bin mir echt nicht sicher. Und das hier ist dieses merkwürdige. Hier steht es aber auch nichts. Alter!
Das ist wahrscheinlich einfach nur Eis draußen. Leute, ich habe keine Ahnung. Das muss hier irgendwie verdammt nah bei sein. Schön, diese Geräusche, die machen Spaß. Hier unten ist es aber doch nicht, oder? Ich kann es euch echt nicht sagen. Und mich nervt gerade so ein bisschen, dass ich mit dieser Map nicht so wirklich klarkomme. Sehr schöne Geräuschkulisse, das macht richtig Spaß. Aber das ist das hier nicht. Das ist immer noch dieselbe. Tolle Geräuschkulisse. Da fühlt man sich richtig wohl. Nee, ganz ehrlich, ich habe das schon mal gesagt, aber ich finde das schlimmer, als wenn wir irgendwelchen Horrormonstern begegnen. Diesen subtilen Horror. Das ist so viel mehr ein Grauen für mich. Ja, ist schon gut. Das hier war jetzt auch nicht damit gemeint, denke ich, glaube ich nicht. Toll, jetzt ist es hier dunkel wie im Bärenarsch oder was? Hier ist es jetzt nicht mehr dunkel. Nee, das wollte ich auch nicht. Aber hier ist auch nichts weiter. Ist zwar völlig krank, aber es ist nicht das, was wir suchen. Jetzt muss ich mal orientieren. Da wieder geht's wieder zurück. Könntest du mal da durchgehen, Lady? Danke. Hallo. Ich weiß echt nicht, wo ich hin muss, ne? Dezent problematisch, dass wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Aber das ist alles nicht. Ding ist immer noch zu halt zu. Jetzt runter. Ich habe gerade keine Ahnung, ne?
sollte einen Blick ins Metzamain in der Mitte finden. Ich weiß nicht, was das soll. Echt nicht. Also wenn ich nach dieser Map hier glaube, dann befinden wir uns jetzt in der Halle. Und das Ding da ist die Treppe hoch. Also so verstehe ich das Ganze. Also bitte, vielleicht seht ihr es vor mir. Das ist natürlich immer, wie soll ich sagen, leicht gesagt. Aber in der Mitte. Okay. Okay. Ich will da nicht rein. Nicht wirklich, aber gut, es bleibt uns nichts anderes. Hier sind jede Menge Puppen. Und Puppen können auch beängstigend sein. Eine Schaufensterpuppe mit einem Eishockey... Aha. Irving? Irving spricht nicht mit uns. Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Sind wir die Mörderin? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Yeah. Ist hier sonst noch irgendwas? Nicht so richtig, würde ich sagen. Oh Mann, abgesehen von ekligen Geräuschen. Hallo? Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Aha, es kommt so langsam sicher. What? Are you drunk? Keep going. Ich wusste es. Hello? Hello, Irving. Ich wusste, dass was mit dem Typen nicht stimmt. Der weiß mehr, als er die ganze Zeit gesagt hat. Irving, was tust du? Was verbirgt sich hinter den verschlossenen Türen? Ich wusste. Was? Was? Wieso? Der Typ ist nicht unser Freund, bei weitem nicht. Daran glaube ich nicht. Der Bruder von der Kleinen oder was weiß ich. Also entweder will er sich für seine Schwester rächen, von der er glaubt, dass wir sie umgebracht haben. Was auch immer, wir müssen in die zweite Etage, bin ich der Meinung. Hinter die verschlossene Tür gucken. Ja, ihr Geräusche, ihr. Hörst du auf, Geräusche zu machen, du Telefon, du kannst gar nicht klingeln. Der Irving ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Und das habe ich die ganze Zeit schon... wo waren denn die verschlossenen Türen? Weiß es jetzt gar nicht mehr.
Mann! Da geht's ins Museum. Aber das waren nicht die verschlossenen Türen. Oder bringe ich das durcheinander? Ich weiß es gerade echt nicht. Wo war die verschissene, verschlossene Tür? Ja, du klingelst immer, wenn ich vorbeilaufe. Das ist mir mittlerweile klar geworden. Ja, den Raum kennen wir. Da. Und jetzt ist sie offen. Es war so klar. Es war so klar, ihr Lieben. Klarer geht's gar nicht. Es klingt wie Feuer. Aber wir können hier eh nur rein. Jo. Irving war die ganze Zeit hier. Er war die ganze verschissene Zeit hier. Er war die verschissene... Ich hab's aber geahnt, dass der nicht gut ist. Hallo? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. Ja, klar. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. Mm-hmm. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. Okay. Ist er der Sohn vom Reverend? In his dark world made of silence and prayer, there shone yep. only one star. Ich würde behaupten, ja. Wonderful sister. A heavenly
creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man would become one day. Man hätte, oder beziehungsweise, ich hab's mir auch zwischenzeitlich gedacht. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. War ja so klar. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much. And it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Mm-hmm. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent. War aber jetzt oder ist nicht ganz überraschend. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. Das ist wohl wahr. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there. In that very moment. In that confined ist, glaube ich, ziemlich krank, der Burner. As you'll understand. As you've already begun to understand. For the first time in years, I depended on someone. And this is the result. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Mhm. Glaube nicht, dass ich ihr irgendwas schulde. Oder dass ich dem Typen irgendwas schulde. Was mich jetzt nur nicht beruhigt, ist, dass wir den Typen mit dem Typen im selben Hause sind. Die unlogische Frage ist ja auch... Die unlogische Frage ist ja auch, woher konnte er wissen, dass das gerade hier so schneit? Wenn wir hier auftauchen... Auf jeden Fall hat er sich sehr viel Mühe gegeben, den ganzen Scheiß hier zusammenzutragen. In seiner doch ziemlich kranken Welt, wie mir erscheint. Was sagt uns denn jetzt... den Attic... Wie kommen wir denn da jetzt wieder hin? Beruhigend ist das trotzdem nicht, hier lang zu marschieren jetzt mit dem Wissen. Auch wenn wir es die ganze Zeit geahnt haben, dass mit dem Typen irgendwas nicht stimmt.
Ich möchte ganz gerne eine Taschenlampe. Aha. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? Tja, uns geht's gerade nicht so toll. You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Uh-huh. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel. Who are you talking about? In the air we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There is a lot of light here. There is light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel was saying, Nikki. She's here. Okay. Ja, genau. Na, Mahlzeit. Ich habe niemanden umgebracht. Können wir nicht aufnehmen. Sind wieder Zigaretten. Okay. Beruhigend ist das hier alles nicht. Nicht wirklich. Ich glaube, hier gab es das ein oder andere Stell dich ein. Würde ich mal behaupten. Ja. Ich glaube, irgendwie wird das nicht gut ausgehen. Ich weiß nicht warum.
Die Frage ist jetzt, wofür war dieser Schlüssel, den wir gerade aufgenommen haben? In Claires Auto. Na dann. Die Geräusche sind alles andere als vertrauenserweckend. Eieieiei, ich frage mich echt, wie das zu Ende geht. Mein Gefühl sagt mir nicht gut. Ich war... Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen. I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain. Maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. Mm-hmm. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us. And you abandoned these people. Here, in this place. I refuse to keep listening to you. I just want to get out of here. I'm tired. Me too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Die letzte Türe. Der Kofferraum. Aber war... Sie sagt, es hieß doch Rachels Auto, oder? Okay. Waschi. Ich glaube, ihr Lieben, ich mache hier eine kurze Unterbrechung. Sonst wird die Folge auch eindeutig zu lang. Ich weiß noch nicht, wie lang die Folge danach wird, aber ich mache jetzt ja trotzdem eine kleine Aufnahmepause. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.